Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen. Es herrscht Unruhe in Saal 112 des Kölner Landgerichts an diesem Morgen. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen startet hier der Prozess gegen einen Mann, der als einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands gilt. Polizisten mit Maschinenpistolen sind auf den Fluren postiert. Die Kontrollen werden noch akribischer als sonst durchgeführt. Straßen wurden gesperrt. Dutzende Journalisten sind gekommen. Im Landgericht an der Luxemburger Straße in Köln-Sils herrscht Ausnahmezustand. Mit drei Limousinen wird der Angeklagte aus der JVA in Ossendorf zum Gericht gebracht. Beamte des SEK in Kampfmontur stehen bereit, als er durch die Tür des Sitzungssaales kommt. Hallo und willkommen zurück bei Akte Rheinland, dem True Crime Podcast des Bonner Generalanzeigers. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und Umgebung. Ich bin Anna-Maria Bekes und bei mir ist mein Kollege Andreas Deik. Und wir freuen uns, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute nicht über ein einzelnes Verbrechen, sondern wir sprechen heute in erster Linie über einen Mann, der für eine Vielzahl von Verbrechen verantwortlich oder mutmaßlich verantwortlich ist, muss man sagen, und dem ein Hang zum schweren Verbrechen bescheinigt wird. Wir sprechen über Thomas Drach, der als Entführer von Jan-Philipp Remsmar bekannt wurde und der nun, mehr als 25 Jahre später, erneut vor Gericht steht und mehrerer Raubüberfälle angeklagt ist. Raubüberfälle, die sich unter anderem hier in der Nähe von Bonn ereignet haben. Und unser heutiger Gast, der uns dazu etwas erzählt, ist Newsmanager hier beim Generalanzeiger. Vor allem aber hat er den Angeklagten Thomas Drach vor Gericht selbst erlebt. Herzlich willkommen bei uns, Nils Rüdel. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Wir müssen dazu sagen, dass wir diese Episode im Februar 2022 aufnehmen. Das heißt, der aktuelle Prozess gegen Thomas Drach hat gerade erst begonnen und wird noch lange andauern. 53 Verhandlungstage sind angesetzt. Frühestens im September dieses Jahres wird ein Urteil erwartet. Und es könnte noch erheblich länger dauern, oder? Ja, das könnte schon sehr gut sein. Der Anwalt oder der Verteidiger des mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen von Thomas Drach, Wolfgang Heer, man kennt ihn unter anderem aus dem NSU-Prozess, sagte, es würden bestimmt 100 Prozesstage werden oder mehr. Ja, und Anwalt Heer ist auch ein sehr streitlustiger. Das heißt, möglicherweise wird seine Prophezeiung auch eintreffen. Nils, kannst du uns erklären, warum dieser Prozess so langwierig ist? Das klingt ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert alles, oder? Ja, doch, leider schon. Also es wird wohl ziemlich kompliziert werden. 4 Raubüberfälle, wir haben es auch gerade gehört, werden Drach zur Last gelegt, zudem versuchter Mord. Sein mutmaßlicher Komplize, der ebenfalls angeklagt ist, ein niederländischer Staatsbürger, soll in ganz unterschiedlichen Formen an den Taten beteiligt gewesen sein. Es wird also möglicherweise schwierig, den beiden auch Taten und Beteiligung nachweisen zu können. Der Mitangeklagte und Drach wollen auch von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, sich nicht äußern zu Person und Sache. Sie bestreiten die Taten und ihre Verteidiger wollen Freispruch. Deswegen ist damit zu rechnen, dass es schon ein langer, schwieriger Indizienprozess sein wird. Fast 100 Zeugen sind geladen. Und wenn es dann am Ende zu einem Urteil kommt, was den Verteidigern nicht gefällt, ist auch damit zu rechnen, dass durchaus Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt wird. Natürlich auch die Staatsanwaltschaft hat dazu die Möglichkeit. Also wir werden es erleben, aber es ist wirklich ein langer Prozess zu erwarten. Bevor wir zu diesem aktuellen Prozess kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal darlegen, warum sich überhaupt so viel Interesse auf diese Person Thomas Drach richtet und erzählen, wer dieser Mann überhaupt ist. Thomas Drach wurde 1960 in Köln geboren und wuchs in Erftstadt auf. Seine Mutter arbeitete als Sekretärin, sein Vater als leitender Angestellter bei Miele. Thomas Drach hat einen ein Jahr jüngeren Bruder namens Lutz. Mit ihm zusammen beging er 1981 einen Überfall auf eine Sparkasse in Köln. Die Brüder fuhren dabei mit einem Auto durch die Glasfront des Gebäudes bis zum Kassenschalter vor, bedrohten die Angestellten mit Schrotflinten und forderten Geld. Thomas Drach wurde anschließend zu einer Haftstrafe von 7,5 Jahren verurteilt, sein Bruder Lutz zu 10 Jahren Haft.
Im März 1996 entführte Drach mit mehreren Komplizen Jan Philipp Remzmar, den Erben der Tabakdynastie Remzmar und Soziologen, von dessen eigenem Grundstück. Die Entführer forderten 20, später 30 Millionen D-Mark. Zwei Geldübergaben scheiterten, die dritte glückte. Nach 33 Tagen Gefangenschaft wurde Jan Philipp Remzmar freigelassen. Drachs Leben klingt nach so einer richtigen kriminellen Karriere und mündet in dem traurigen Höhepunkt der Remzmar-Entführung. Und auch danach ging es ja mit Straftaten weiter, wie wir inzwischen wissen. Hat er eigentlich jemals etwas anderes gemacht, als Verbrechen zu begehen? Gute Frage. Ehrlich gesagt, vermutlich nicht. Thomas Drach hat mal eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begonnen, nachdem er das Gymnasium verlassen musste wegen schlechter Leistungen. Beendet hat er diese Lehre aber nie. Laut seiner Mutter hat er sich schon früh für Autos interessiert, wollte mal Rennfahrer werden. Ja, stattdessen hat er aber offenbar schon in jungen Jahren Autos aufgebrochen. Mit 13 wurde er deshalb erstmals von der Polizei aufgegriffen. Gab es weitere Auffälligkeiten in seiner Kindheit? Schwer zu sagen. Von außen betrachtet sind die Drachs eigentlich eine ganz normale Mittelstandsfamilie gewesen. Und seine Mutter, die hat ihren älteren Sohn nie fallen gelassen. Es gab eine Begegnung 2011 vor Gericht. Das war nochmal ein anderer Prozess, auf den wir später zu sprechen kommen. Da haben sich Mutter und Sohn ja sehr liebevoll begrüßt. Und die Mutter hat auch immer betont, dass der Thomas nie gewalttätig gewesen sei. Also er habe sich nie geprügelt oder sowas. Ob er jetzt bewaffnete Raubüberfälle als nicht gewalttätig bezeichnen will, ist eine andere Frage. Der Vater verließ die Familie, da waren die Söhne allerdings beide bereits erwachsen. Das war im Jahr des Überfalls auf die Sparkasse in Köln, von dem wir eben gehört haben. Apropos, die Brüder Drach, wie man so hört, verstehen sich ja mittlerweile nicht mehr so gut. Nee, allerdings nicht. Also die beiden, Thomas und Lutz Drach, die ja früher auch ja Straftaten gemeinsam begangen haben, sind offenbar tief zerstritten. Darum ging es auch bei dem eben erwähnten Prozess 2011. Thomas Drach schrieb im Februar 2009 aus der Haft zwei Briefe, die die Aufmerksamkeit der Justiz erregten. An einen Freund schrieb er: Wenn du nichts zu tun hast, dann fang mal meinen Bruder ab. Er hat 6 Monate Zeit, 30 Millionen Euro zu besorgen. Und an seine Mutter gerichtet hieß es in einem weiteren Brief über den Bruder: Der Parasit hat mich um 75 Millionen Euro und 14 Jahre meines Lebens gebracht. Lutz sei ein dummes, feiges Versagerschwein und sollte ihm sein Geld zuzüglich Zinsen zurückzahlen. Lutz Drach wurde im Mai desselben Jahres aus der Haft entlassen. Mitte 2011 erhob die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage gegen Thomas Drach und im Prozess sah das Gericht es als erwiesen an, dass er geplant hatte, seinen Bruder direkt nach dessen Entlassung entführen zu lassen, um ihn zu zwingen, das fehlende Geld zu beschaffen. Deshalb wurde Thomas Drachs Haftstrafe um weitere 15 Monate verlängert. Drach wies die Vorwürfe von sich und ging in Revision, jedoch erfolglos. Bevor wir hier durcheinander kommen, wollen wir mal diese kriminelle Karriere von Thomas Drach chronologisch nachvollziehen? Ja, die beginnt, wie schon angedeutet, sehr früh, im Teenageralter mit dem Knacken von Autos. Mit 18 überfällt Drach einen Supermarkt. 1981 folgt dann dieser einigermaßen spektakuläre Überfall mit dem Auto auf die Sparkasse mit seinem Bruder zusammen. Nachdem Drach aus der Haft für dieses Verbrechen entlassen wird, soll er kriminelle Geschäfte in Osteuropa gemacht haben. 1996 folgt dann die Remzmar-Entführung, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Und danach ist Drach auf der Flucht, und zwar von Köln über Paris nach Venezuela, Kuba und Uruguay. 1998 wird er in Argentinien festgenommen, im Jahr 2001 zu 14,5 Jahren Haft verurteilt. Und die Haftzeit wird wegen weiterer Verfahren, einmal wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und später wegen des geplanten Überfalls auf seinen Bruder Lutz, mehrmals noch verlängert. Ja, das ist ja schon allerhand, was er da auf dem Kerbholz hat. Wenn man das alles hört, ist es ja auch kein Wunder, dass Thomas Drach als bekanntester Verbrecher Deutschlands gilt, oder? Ja, so ist es. Und deshalb liegt auf diesem aktuellen Prozess in Köln ja auch so viel Aufmerksamkeit. Ich habe das dort erlebt. Also Dutzende Reporter waren beim Prozessauftakt dabei, überall Kameras, live schalten, wegen der Prominenz des Angeklagten, durch die Remzmar-Sache natürlich. Aber natürlich auch wegen der Brutalität der ihm zu Last gelegt. Überfälle dürfte es einer der spektakulärsten Strafprozesse in Deutschland dieses Jahres sein, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja, das tun wir. Das schwerste Verbrechen seiner Karriere und gleichzeitig das,
das ihn weltweit bekannt gemacht hat. Das ist natürlich die Entführung von Jan Philipp Reemtsma. Im März 1996 entführte Thomas Drach gemeinsam mit mehreren Komplizen Jan Philipp Reemtsma, den Erben der Tabakdynastie Reemtsma, von dessen Grundstück in Hamburg. Die Entführer hinterließen vor der Haustür einen Brief und beschwerten diesen mit einer Handgranate. Sie forderten zunächst 20 Millionen D-Mark, später erhöhten sie ihre Forderung auf 30 Millionen. Sie hielten Reemtsma 33 Tage lang in einem Keller fest, ketteten ihn an und Drach drohte ihm, ihn zu verstümmeln. Zwei Geldübergaben scheiterten, weil die Entführer bemerkten, dass die Polizei im Spiel war. Schließlich führte die Familie Reemtsma mithilfe des evangelischen Pastors Christian Arndt, des Kieler Soziologen Lars Clausen und des Hamburger Sozialarbeiters Michael Herrmann eine erfolgreiche Geldübergabe durch, ohne Wissen der Polizei. Jan Philipp Reemtsma wurde am 26. April freigelassen. Ja, das ist wirklich ein bis heute beispiellos schreckliches Verbrechen. Man muss sich das mal vorstellen, 33 Tage lang in diesem Keller zu sitzen und nicht zu wissen, was kommt. Und gleichzeitig sitzt die Familie zu Hause und weiß überhaupt nicht, lebt der Entführte noch oder haben sie ihn längst umgebracht. Ich finde es sehr bewundernswert, wie Jan Philipp Reemtsma es geschafft hat, zumindest soweit es von außen zu beurteilen ist, das im Nachhinein für sich einzuordnen und aufzuarbeiten. Ich denke, dabei dürfte ihm seine sehr hohe Intelligenz auch geholfen haben. Reemtsma hat seine Erfahrungen während und auch nach der Entführung ja in dem Buch mit dem Titel Im Keller verarbeitet. Und auch sein Sohn, Johann Scherer, der zum Zeitpunkt der Entführung gerade mal 13 Jahre alt war, hat ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, wir sind dann wohl die Angehörigen. Ja, und das ist auch ein sehr beeindruckendes Buch. Ich hatte Kontakt mit Johann Scherer, der allerdings gerade kein weiteres Interview zu diesem Thema führen möchte. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Wir hören aber jetzt mal in eine Passage aus dem Buch und wir sind dann wohl die Angehörigen rein. Die Eisbahn ist voll, die Vögel zwitschern, der Frühling liegt in der Luft. Aber wir können die Schönheit nicht erkennen, nicht spüren, nicht genießen. Wir sind nicht hier, weil wir etwas erleben wollen. Wir können nicht nach Hause. Die Journalisten vor, hinter und über unserem Haus, in Autos und Hubschraubern. Die Berichte auf den Titelblättern sämtlicher deutschen Zeitungen. In Deutschland können wir jetzt nicht sein. Keine Fragen, kein Verstehen wollen, keine Kommentare. Nur ein Pfiff, ein Blick und ein Klicken. Erstmal sollte New York uns davor schützen, uns durchatmen lassen. Wir atmen die Luft des Parks, hören die Menschen, spüren aber die Stadt nicht. Wie fühlt es sich an, wenn man nichts fühlt? Registrieren wir, dass die Sonne scheint? Dass wir dort leben, wo andere Urlaub machen? New York. Für viele ein Traum. Für uns nur eine Kulisse, durch die wir miteinander gehen, ohne uns zu begreifen. Mein Vater ist nicht sicher auf seinen Füßen, die sich während der letzten 33 Tage immer nur 2 Meter vor und zurück an einer Kette in einem Keller bewegen konnten. Meine Mutter stützt ihn am linken Arm, ich am rechten. So gehen wir durch den Park, in dem uns keiner kennt und niemand etwas von uns weiß, und versuchen herauszufinden, ob wir noch wissen, wer wir sind, ob mein Vater noch vollständig ist und wir noch die sind, von denen er sich am 24. März verabschiedete. Interessant ist, dass sich die Medien damals strikt an eine vereinbarte Nachrichtensperre hielten, sodass die Entführung von Jan Philipp Reemtsma bis zu seiner Freilassung in der Öffentlichkeit unbekannt war. Danach änderte sich das natürlich und es wurde wochenlang darüber berichtet. Und die Suche nach den Tätern lief natürlich auf Hochtouren. Reemtsma konnte sein Versteck sehr genau beschreiben und der Polizei so helfen, es zu finden. Ein Haus in Garlstedt, das die Entführer schon ein Jahr zuvor angemietet hatten. Über den Mietvertrag konnten die Täter identifiziert werden, darunter der Haupttäter Thomas Drach. Der allerdings noch einige Zeit in Freiheit blieb. Ja, richtig. Es dauerte bis zum Jahr 1998, dass er aufgespürt und verhaftet werden konnte. Und zwar in Buenos Aires in Argentinien. Auf die Spur kommen ihm die Ermittler, weil sie Telefonate mit einem alten Freund abhören, den er übrigens in der JVA in Rheinbach, also in der Nähe von Bonn, kennengelernt hatte. Drach wird im Jahr 2000 von Argentinien ausgeliefert und 2001 dann in Deutschland verurteilt. Was seine drei Mittäter betrifft, Wolfgang Koschitz und Peter Richter wurden bereits 1996 in Spanien verhaftet und 1997 zu 10,5 bzw. 5 Jahren Haft verurteilt.
Piotr Laskowski stellte sich im Jahr 1999 selbst und wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt. Und es gab noch weitere Verurteilungen, unter anderem von Thomas Drachs Bruder Lutz wegen Geldwäsche. Apropos, wo wir schon bei dem Thema sind, was wurde eigentlich aus dem Lösegeld? Ja, gute Frage. Das fragen sich viele. Von den insgesamt 15 Millionen Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken konnte bis heute nur etwa 1 Million Euro sichergestellt werden. Zum Rest haben die Ermittler bis heute keine gesicherten Erkenntnisse. Klar ist, dass das Geld in kleinere Beträge aufgeteilt und an verschiedenen Stellen von verschiedenen Personen gewaschen wurde. Unter anderem sollen auch die Hells Angels in Frankfurt daran beteiligt gewesen sein. Es wird vermutet, dass ein großer Teil des Lösegeldes für Geldwäsche draufgegangen ist. Logisch in dem Fall. Außerdem soll Drach damit Anwaltskosten bezahlt haben. Naja, und allein 1,5 Millionen Euro sollen bei einem missglückten Kokaingeschäft verloren gegangen sein. Da hat Drach offenbar diese 1,5 Millionen gezahlt und das Koks aber nie bekommen. Also, man weiß es nicht genau. Es wird jedoch allgemein davon ausgegangen, dass Thomas Drach heute nicht mehr über Geld aus der Entführung verfügt. Im Oktober 2013 wird Thomas Drach aus der Haft entlassen. Als geläutert kann man ihn aber offenbar nicht bezeichnen, oder? Offenbar nicht, nein. Man hört lange Zeit danach nichts von Drach. Und nachdem sein vermutlich letztes Gelddepot in einem Schließfach in Uruguay entdeckt wird, kann man, wie gesagt, davon ausgehen, dass er jetzt kein Lösegeld mehr übrig hat von der Remsma-Entführung. Und Drach wäre wohl nicht Drach, wenn er jetzt einfach angefangen hätte, auf legale Art und Weise Geld zu verdienen. Wie er sich, so zumindest die aktuelle Anklage, stattdessen Geld beschafft haben dürfte, dazu kann uns Nils sicher was erzählen. Ja, gerne. Also darum geht es ja jetzt in dem Strafprozess vom Kölner Schwurgericht. Drach soll 4 bewaffnete Raubüberfälle auf Geldtransporter verübt haben. Bei 2 Überfällen soll er jeweils auf den Wachmann geschossen und ihn schwer verletzt haben. 2 der Überfälle haben auch in unserer Region Aufsehen erregt. Dazu gleich mehr. Gesamtbeute laut Staatsanwaltschaft knapp 142.000 Euro. Wie gesagt, Drach und sein mutmaßlicher Komplize bestreiten. Ich muss jetzt, was die Überfälle angeht, kurz etwas ins Detail gehen, damit man sich ein besseres Bild davon machen kann. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sehen es mir nach. Der erste angeklagte Überfall trug sich zu im März 2018 auf dem IKEA-Parkplatz in Köln-Godorf. Die Staatsanwaltschaft sagt, Drach habe dort einen Geldtransportmitarbeiter mit einer Kalaschnikow bedroht und ihm Bargeld in Höhe von rund 76.000 Euro abgenommen. Anschließend sei er mit einem zuvor gestohlenen schwarzen BMW davongerast und habe das Auto ganz in der Nähe neben einer Straße abgefackelt. Auch der zweite Fall, ein Jahr später, spielt ganz in der Nähe, nämlich am Flughafen Köln-Bonn. Im März 2019 soll Drach vor dem Terminal 2 Geldboten überfallen haben, wieder mit einer Kalaschnikow. Doch diesmal wurde es noch brutaler. Drach hat, zumindest laut Staatsanwaltschaft, nämlich auf den Wachmann geschossen. Durchschuss des rechten Oberschenkels, Einschuss des linken, Notoperation. Nach der Tat sei er wieder in einem gestohlenen Auto, diesmal ein Audi A6, weggerast. Der Audi sei dann in der Nähe verbrannt worden. Also der gleiche Modus operandi bei allen 4 Überfällen. Ach so, die Beute vom Flughafen betrug nur läppische 400 Euro. Es waren 2 Münzgeldkassetten. Auch beim dritten Fall kam es zum Schusswechsel. Die Tat, die ihm zur Last gelegt wird, trug sich zu im November 2019, diesmal in Frankfurt. Wieder ein IKEA-Parkplatz. Diesmal aber noch dramatischere Umstände. Die Staatsanwaltschaft wirft Drach vor, er habe bewaffnet mit einem Revolver den Geldboten überfallen, die Kassette mit mehr als 58.000 Euro ihm abgenommen. Dann kommt es zum Schusswechsel. Drach läuft weg, laut Staatsanwaltschaft. Der Geldbote schießt. Drach schießt im Laufen zurück und trifft den Wachmann in den linken Oberschenkel. Die Vene des Opfers, so die Anklageschrift, wird zerfetzt. Er verliert bis zu 2 Liter Blut. Ein Teil der Kugel schlägt in ein Auto ein, in dem auch ein 12-jähriger Junge sitzt. Bei diesem Überfall, und das ist jetzt wichtig, sieht die Staatsanwaltschaft versuchten Mord, Mordmerkmale, Habgier und Vertuschungsabsicht. Denn Drach habe den Tod des Geldboten billigend in Kauf genommen. Und das begründen die wahrscheinlich damit, dass der wirklich lebensgefährlich verletzt war mit dem Verlust von 2 Litern Blut. Und wenn eine Oberschenkelvene getroffen wird, ist das ja wirklich sehr
gefährlich, ne? Die angeschossenen Opfer sind übrigens laut Staatsanwaltschaft bis heute schwer traumatisiert und in psychotherapeutischer Behandlung. Und dann gab es schließlich den vierten Fall. Tatort, ein Supermarktparkplatz in Limburg. Im September 2018 war das, also zeitlich zwischen den beiden Taten in Köln. In Limburg soll Drach wieder mit einer Kalaschnikow von einem Geldboten knapp 90.000 Euro geraubt haben. Wieder mit gestohlenem Auto, das anschließend abgefackelt wurde. Das sind also die schweren Vorwürfe gegen Drach, die er wie gesagt bestreitet. Die Tatbestände, die die Staatsanwaltschaft aufführt, erstrecken sich praktisch über das halbe Strafgesetzbuch. Versuchter Mord ist dabei, besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Brandstiftung, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz wegen der Kalaschnikows, Verstoß gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung. Ja, und der mutmaßliche Komplize, der ja mit vor Gericht steht, soll die Taten zum Teil gemeinschaftlich mit Drach begangen oder Beihilfe geleistet haben. So soll er zum Beispiel in Limburg das Fluchtfahrzeug gesteuert haben. So viel übrigens dann auch nochmal dazu, dass Thomas Drach nicht gewalttätig ist, laut Vorwürfen. Ja, vielen Dank für deine detaillierten Ausführungen und es geht ja weiter. Vor gut einem Jahr, im Februar 2021, wird Drach dann in Amsterdam verhaftet und zunächst in den Niederlanden inhaftiert. Die Kölner Staatsanwaltschaft stellt ein Auslieferungsgesuch, dem im Mai stattgegeben wird. Und Drach wird nach Deutschland ausgeliefert. Ja, er kommt dann ziemlich spektakulär, wie es ihm vermutlich gefällt, per Helikopter in Köln an und sitzt seitdem dort in der JVA ein. Und seit dem 1. Februar 2022 sitzt er wieder vor Gericht. Nils, du warst ja beim Prozessauftakt. Was war da dein Eindruck? Der war ja ziemlich spektakulär, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Allein die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Das sieht auch das Kölner Landgericht selten. Alle bis auf die Berufsrichter, also Anwälte, Schöffen, Besucher, Journalisten, wurden zweimal penibelst durchsucht. Auf den Gängen standen Polizisten mit Maschinenpistolen. Drach wurde dann mit drei Limousinen, schwarzen Limousinen mit Blaulicht aus der JVA Ossendorf quer durch die Stadt herbeigekarrt. Teilweise gesperrte Straßen. Vorher wurde auch gemutmaßt, ob er dann immer mit dem Hubschrauber gebracht werden würde, aber drei schwarze Limousinen taten es auch. Im Gericht, also im Nebenraum des Gerichtssaals, in dem Drach bei Prozessunterbrechungen wartete, konnte man immer sehen, dass hinter der Tür warteten SEK-Beamte in voller Montur auf ihn, um ihn in Empfang zu nehmen. Anscheinend traut man ihm alles zu. Fluchtgefahr, die Gefahr eines gewalttätigen Befreiungsversuchs, da hat man wohl in der Gefahrenanalyse, geht man da auf Nummer sicher. Der Prozessauftakt selbst war dann also ja vor allem von Verzögerungen und Unterbrechungen geprägt. Anwalt Heer, also der Verteidiger des Mitangeklagten, mutmaßlichen Komplizen, hat sich direkt von Anfang an ein paar kleine Scharmützel geliefert mit dem vorsitzenden Richter. Jörg Michael Bern, übrigens ein sehr erfahrener und ruhiger, besonnener Strafrichter. Zum Beispiel erwirkte Heer direkt eine Unterbrechung, weil sein Mandant Kopfschmerzen habe und erst eine Tablette benötigte. Angeblich wurde diese ihm vorher nicht ausgehändigt. Das heißt, also es wurde eine Tablette gebracht, dann wurde eine halbe Stunde Zeit gegeben, damit diese auch wirken kann. Und dann wurde auch noch bemängelt, dass zum Beispiel die Luft im Saal nicht unbedingt Pandemie, dass die Luft im Saal nicht unbedingt so ist, wie sie in einer Pandemie sein sollte. Und dann wurden auch noch Klimaanlagen herbeigeschafft. Also, wie gesagt, mehrere Unterbrechungen. Verteidiger Heer hat dann im weiteren Verlauf mehrere Anträge gestellt und diese auch teils sehr lange begründet. Unter anderem wollte er eine Aussetzung des Prozesses um 3 Wochen erwirken, weil die Staatsanwaltschaft angeblich nicht alle Unterlagen rechtzeitig herausgerückt hatte. Ein weiterer Antrag, da wurde die Besetzung der Schöffen gerügt, weil ein Schöffe vorher ausgetauscht worden war, weil der ursprünglich vorgesehene Schöffe beruflich verhindert war und das wurde auch mit einem Antrag gerügt. Jetzt ist ja gerade der zweite Prozesstag gewesen, da hat dann der vorsitzende Richter alle diese Anträge abgelehnt. Also das hört sich irgendwie so an, dass nicht der Hauptangeklagte hier im Mittelpunkt dieses bisherigen Prozessverlaufs steht, sondern der Anwalt des Mitangeklagten, nämlich Herr Heer. Ja, zumindest am ersten Prozesstag war das so, auch am zweiten. Da hat Wolfgang Heer praktisch den Saal dominiert, sage ich mal.
Ich weiß nicht, inwiefern das auch abgesprochen ist unter den Verteidigerteams. Der Verteidiger von Thomas Drach, Andreas Kerkhoff, hatte sich ein bisschen zurückgehalten. Auch er hat durchaus sich geäußert und auch deutlich geäußert gegenüber dem Gericht. Aber zumindest im ersten Prozesstag war das vor allem Wolfgang Heer. Die Verteidigung von Thomas Drach, Andreas Kerkhoff und Dirk Kruse haben sich da eher zurückgehalten und haben sich aber den Anträgen angeschlossen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir zum Zeitpunkt unserer Aufnahme erst 2 Prozesstage hatten und wir jetzt noch nicht wissen können, wie der Prozess weitergeht. Aber man kann ja für den Anfang mutmaßen, dass das ein bisschen Taktik der Anwälte untereinander auch sein könnte. Kann man mutmaßen, das würden die wahrscheinlich so nicht bestätigen, aber kann man, glaube ich, gut mit Recht mutmaßen. Auch der 2. Prozesstag war ja so, dass sich da vor allem Wolfgang Heer und mit der Staatsanwaltschaft gekabbelt haben. Die Staatsanwältinnen haben da gegengehalten, haben diese Vorwürfe, dass eben Unterlagen nicht vollständig ausgehändigt wurden, bestritten. Und da ging es so ein bisschen hin und her. Mal gucken, wie die nächsten Tage werden, ob dann auch der Verteidiger von Thomas Drach, Andreas Kerkhoff, nochmal häufiger die Stimme erhebt. Wie hat sich denn der Angeklagte selbst verhalten und welchen Eindruck hattest du von ihm? Ja, Thomas Drach war die meiste Zeit ruhig und hatte auch seine FFP2-Maske durchgehend auf, hat sich alles angehört, hat mit den Händen genestelt, hat Daumen gedreht, hat in seinen Unterlagen geblättert. Man weiß nicht so richtig, wie sehr er dazugehört hat, möchte ich jetzt auch nicht mutmaßen. Er will sich ja zur Sache und zur Person, wie gesagt, nicht äußern. Er hat nur ganz zu Beginn, hat er tatsächlich dann doch was gesagt. Er hat nämlich am Anfang direkt den Richter bei der Feststellung der Personalien unterbrochen und hat gesagt, er möchte Strafanzeige stellen gegen die Staatsanwältin wegen Urkundenfälschung. Ja, Richter Bern, wie gesagt, ein ruhiger und erfahrener Jurist, hat ihn dabei dann freundlich zurückgewiesen, hat gesagt, er könne das machen, aber nicht hier und nicht jetzt. Ansonsten war Drach, wie gesagt, ruhig und folgte dem Prozess, ohne sich einzulassen. Aber wieso denn Urkundenfälschung? Was meint er denn damit? Da ging es um Papiere, Übersetzungen von Papieren im Zusammenhang mit der Überstellung und Auslieferung von den Niederlanden nach Deutschland. So, ich melde mich quasi nochmal aus dem Off bei euch. Ich hatte ja zu Beginn dieser Episode bereits gesagt, dass wir diese Folge schon im Februar und damit kurz nach Beginn des Prozesses aufgenommen haben. Und dadurch, dass sich unser Staffelstart nun etwas verzögert hat, würde ich gerne noch ergänzen, was sich seitdem im Prozess gegen Thomas Drach getan hat. Klar ist schon jetzt, die Vermutung, dass sich der Prozess lange hinziehen könnte, die dürfte sich schon bestätigt haben. Und zwar allein schon, weil der Prozess mehrmals vertagt werden musste, weil der eine oder andere Beteiligte sich mit Corona infiziert hatte. Ansonsten gab es noch manche Nebensächlichkeit. Einmal wurde der Prozess zum Beispiel unterbrochen, weil der Mitangeklagte über starke Schulterschmerzen klagte. Im Gerichtssaal selbst wurde es dann aber eigentlich erst ganz zuletzt wieder richtig spannend, und zwar am 9. Prozesstag. Der war am vergangenen Freitag, dem 8. April also. Und zum Hintergrund muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wir haben euch ja von den Überfällen berichtet, um die es im Prozess im Wesentlichen geht. Als Zeuge vor Gericht soll ein Geldbote aussagen, der offenbar bei beiden Überfällen, dem bei IKEA in Köln-Godorf und dem am Flughafen Köln-Bonn, quasi zum Opfer wurde, also bei beiden Überfällen Geldbote war. Kurzzeitig galt er sogar selbst als Tatverdächtiger. Es wurden jedoch inzwischen alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Also da hat sich kein Tatverdacht bestätigt. Ob und wann der Mann selbst vor Gericht aussagen wird, ist momentan noch unklar. Es hieß sogar lange, dass er gar nicht dort erscheinen würde, weil er offenbar sehr krank ist. Er musste sich wohl einer Krebsbehandlung unterziehen. Am 8. April hat aber eine Kollegin des Mannes ausgesagt und das war durchaus interessant und auch irgendwie ein bisschen skurril. Es war zuvor schon öfter im Prozess die Rede davon gewesen, dass der Geldbote bei dem Überfall auf die Kölner IKEA-Filiale eine nicht geladene Dienstwaffe getragen hatte. Und den Grund dafür, den konnte nun die Zeugin liefern. Sie hat nämlich erzählt, dass ihr Kollege geraume Zeit vor dem Überfall 2018 in ein nicht abgesperrtes Filmset der RTL-Serie Alarm für Cobra 11 in der Kölner Innenstadt gestolpert sei. Da hat der Kollege dann gehört, Geld her, Waffe her, sagte sie, und daraufhin habe er sich umgedreht, seine Waffe gezogen und, Zitat, fast auf den Schauspieler Erdoğan Atalay geschossen. Das sei für den Kollegen so schockierend gewesen, dass er fortan seine Waffe nicht mehr geladen habe. Die Frau, also diese Kollegin, berichtete außerdem von verdächtigen Begebenheiten bei ihren IKEA-Einsätzen.
So soll sich ihr etwa 3 oder 4 Monate vor dem Überfall ein Mann in den Weg gestellt haben, der ein Gewehr unter seinem Mantel getragen habe. Er hätte dann eine Grimasse gezogen und sei weggerannt. Sie hatte dem Vorfall aber wohl keine große Bedeutung beigemessen, bis sie dann Monate nach dem Überfall auf ihren Kollegen ein online veröffentlichtes Überwachungsvideo mit dem vom Tatort flüchtenden Räuber gesehen habe. Und der soll Thomas Drach nach Aussage der Zeugin ähnlich gesehen und sich genau wie er bewegt haben. Drach-Verteidiger Dirk Kruse ist daraufhin dann im Gerichtssaal der Kragen geplatzt und er hat in Richtung der Zeugin gerufen, sie reden nur Unsinn. Sie wiederum berief sich auf ihr fotografisches Gedächtnis, das sie ein Psychiater in der Pubertät attestiert habe. Als Drachs Anwalt Andreas Kerkhoff dann wiederum die Frau nach psychischen Erkrankungen fragte, kam es im Gerichtssaal zum Eklat. Die Kammer ließ die höchstpersönlichen Fragen nicht zu, weil sie nicht der Erkundung der Wahrheit dienten. Drachs Anwälte kritisierten die Prozessführung durch den vorsitzenden Richter daraufhin als abenteuerlich und willkürlich. Ihnen gehe es doch nur um die Glaubwürdigkeit der Zeugin. Ja, wie wir schon sagten, wird dieser Prozess noch lange andauern. Übrigens finde ich das schon bemerkenswert, dass im Vergleich die Remsmer-Entführung in nur 15 Prozesstagen verhandelt wurde damals. Eins ist jedenfalls heute schon klar. Thomas Drach, das hat ihm die Staatsanwaltschaft bescheinigt, hat offenbar einen Hang zu schweren Straftaten. Ja, das hat die Staatsanwältin und Verfasserin der Anklageschrift Anja Heimig vorgetragen. Sie will nämlich Sicherungsverwahrung erwirken. Das würde bedeuten, Drach käme im Falle einer Verurteilung auch nach der verbüßten Haft für eine sehr lange Zeit nicht mehr raus. Man darf also gespannt sein, wie dieser Prozess am Ende ausgeht. Wir sind damit jedenfalls am Ende unserer Episode angelangt und wir bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und dir, Nils, vielen Dank, dass du dabei warst und uns deine Eindrücke geschildert hast. Sehr gerne, ich danke euch. Wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt, uns abonniert und uns eine nette Bewertung dalasst. Nicht vergessen, das geht jetzt auch auf Spotify. Ganz genau. Und wir verlinken euch auch in den Shownotes zu dieser Episode ein paar spannende Artikel auf ga.de zu Thomas Drach und dem ganzen Thema. Und wir sagen damit Tschüss. Und schaltet auch beim nächsten Mal ein. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Akte Rheinland ist eine Produktion der GA Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.